Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren hochseetüchtigen Folge von Dredge hier bei uns auf dem Kanal, ihr Lieben. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unser Schiffchen ein bisschen verbessert, ne? Wir haben hier jetzt deutlich mehr Platz. Wir haben auch den zweiten Motor installieren können. Danke nochmal für den Tipp. Denn jetzt soll ja unser Schiffchen ein bisschen schneller fahren mit zwei Motoren, ne? Wir sollen weiterhin die Fotografin suchen. Und die soll sich ja auf einer der südlichen Inseln befinden. Aber bevor wir jetzt die südlichen Inseln alle abklappern, würde ich sagen, wir gehen nochmal darüber. Und mal gucken, was es da so alles gibt. Und das machen wir jetzt. Ja, mit zwei Motoren ist das Ding wirklich deutlich schneller. Das stimmt. Und wir schauen mal, was es hier Schönes gibt. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Schönen guten Tag. Oh, Unfell. Das ist Unfell. Einwohnerin von Unfell. Hallo. Ah, was willst du? Ich wollte eigentlich nur die Stadt angucken. Weißt du etwas über seltsame Typen hier in der Gegend? Hast du die Geschichte von Makran schon mal gehört? Das war ein alter Walfänger aus der Gegend. Als die Wale langsam rar wurden, mussten die Mannschaften immer länger auf See bleiben, um sie zu finden. Makran war dafür nicht geschaffen. Er entwickelte eine widernatürliche Faszination für eine Schriftrolle, die er auf einer dieser Fahrten fand. Er sagte, die Rolle habe ihn verraten, wie man unsterblich wird, indem man mutierten Fisch verzehrt. Man begann ihn Makran den Fischmann zu nennen. Eines Tages wachten die Leute in der Stadt morgens auf und stellten fest, dass in der Nacht sämtliche Leinen und Netze aller Boote zerstört waren und der alte Makran war nirgends zu finden und er tauchte auch nie wieder auf. Ja, noch was? Brauchst du irgendwie Hilfe oder sowas? Ich wollte für meinen Freund ein besonderes Essen zubereiten, aber es gibt da ein Problem. In dieser Gegend gilt reifer Meeraal als besondere Delikatesse. Du würdest ihn wahrscheinlich als verdorben bezeichnen, aber wenn man ihn richtig zubereitet, schmeckt der köstlich. Normalerweise vergraben wir den Meeraal in der Erde, um ihn reifen zu lassen, aber unsere Hunde buddeln ihn dann immer aus und fressen ihn. Oh, das ist der Hund da, ne? Der schaut schon so. Ich kann das Thema nicht ansprechen. Dann würde ich die Überraschung verderben. Kannst du mir also einen reifen Meeraal beschaffen? Ja, na klar, machen wir. Danke, du wirst großzügig entlohnt. Wo kann ich denn so ein Viech finden? Oh, das ist nicht einfach, Meeraal zu finden. Ich hörte, er verbirgt sich gern in den Felsspalten der Klippen. Die leichter zugänglichen Stellen sind wohl bereits leer gefischt, aber du musst dich also zwischen die Klippen wagen, um welche zu finden. Und habe ich schon erwähnt, dass er nur nachts herauskommt? Ja, ich glaube, er versteckt sich tagsüber. Viel Glück. Noch etwas? Nö. Also, den gibt's hier nur nachts. Na, wunderbar. In den Ritzen hier von den Klippenzeugs da. Na, super. Das ist ja blöd. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir fahren mal... Wo fahren wir denn hin? Wir klappern mal hier unten so die Inseln ab. Wir sind ja jetzt relativ schnell unterwegs und wir werden die olle Fotografin schon irgendwie finden. Müssen wir ja. Eine Bartmakrele. Boah, sind wir jetzt aber ordentlich schnell. Was haben wir denn hier Schönes? Ein frohlockend Eiland. Mit nischt. Okay. Bitte? Was war denn das? Das war der Delfin. Oh, was haben wir denn hier? Oh, schau mal. Du ziehst ein Frack nach oben. Der Rumpf kommt dir bekannt vor. Sieht fast genauso aus wie das Schiff, das du vom Bürgermeister bekommen hast. Aber bei diesem ist in der Seite ein Loch. Du machst neben dem alten Frack fest. Und wir gucken mal in die Kajüte erstmal rein. Du bist in der Kajüte. Durchsuche die Schränke und Schubladen. Machen wir? Sämtliche Schubladen fehlen. Na toll. Und dann suchen wir mal nach einem losen Bodenbrett. Es gibt noch nicht einmal mehr Bodenbretter. Okay. Sieh dir die elektrische Ausrüstung an. Die Elektrik ist noch vorhanden, aber das Meerwasser hat sie zweifellos beschädigt. Du angelst dir das Funkgerät, um es näher in Augenschein zu nehmen. Ah, eine Notiz flattert herunter. Du steckst sie in die Hosentasche, um sie später zu lesen. Okay. Dann schauen wir mal in den Frachtraum.
Es gibt nur noch ein paar Gegenstände, die die See noch nicht geholt hat. Was haben wir denn da? Eine einfache Angelrute. Nehmen wir so mit. Okay, dann brauche ich also diesen Platz hier. Bauen wir da ein. Dann haben wir... Oh, was ist denn das hier? Schwacher Motor. Aha. Den muss ich dann also hier lassen, oder? Ach, blöd. Ein schwacher Motor, 18,9. Ja, das nützt uns nicht viel, weil der hat hier so drei Teile, ne? Ihr seht das hier. Gut, dann hauen wir das da rein. Den muss ich leider hier lassen. Du kannst später zu hier zurückkehren, okay. Oder kriege ich den ins Lager? Okay. Ja, wunderbar. Das ist cool. Was haben wir denn hier? Nachhaltiges Essen haben wir abgeschlossen. Nachrichten. Tiefer Himmel, tief für immer. Siegel der Truhe erbrochen. Nebelkern. 5 ist gleich Aufstieg. Er weiß es. Okay. Hast du deine Tabletten heute schon genommen? Oder? Ich frage nur. Oh, eine Bartmakrele. Hm. So, wohin, Freunde? Genau die falsche Richtung. Haben wir uns wieder ablenken lassen. So, warte mal. Da hinten ist unser Gefilde. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen genau irgendwie dahin, oder? Da könnte man hin. Wir gehen aber dorthin. Feuer frei. Was haben wir denn hier? Ist hier vielleicht eine Fotografin irgendwo zu finden? Ich frage für einen Freund. Uiuiui. Ah, was haben wir denn hier? Eine kleine süße Schaluppe? Hm. Fotografin, da ist sie doch. Verzeihung, aber kannst du mal kurz aus dem Weg gehen? Du stehst mir im Bild. Du trittst zur Seite. Ein paar Sekunden später seufzt die Fotografin frustriert auf und murmelt leise vor sich hin. Ah. Nein, das klappt einfach nicht. Was ist denn los? Der Winkel dieses Objektivs passt einfach nicht. Damit gelingt es mir niemals eine gute Nahaufnahme. So, niemals eine gute Nahaufnahme. Und die anderen, ich fürchte, die sind über Bord gegangen. Sie seufzt erneut auf und blickt nach dem Westen? Nach Westen? Ich bin vom Sternenbecken aus losgesegelt und wollte mich dann durch eine Engstelle zwischen zwei Inseln manövrieren und dabei rammte ich irgendein Riff. Ich dachte, ich hätte hinter mir im Wasser etwas gehört. Ich traute mich also nicht, Anker zu werfen. Wenn du mir dieses Objektiv wieder beschaffen würdest, dann... ja, dann... Sie durchwühlt ihre wenig verbliebenen Habseligkeiten. Ich habe hier noch eine Kamera, die ich nicht mehr brauche. Du kannst sie haben, vorausgesetzt, du findest diese Objektive. Ich werde auf der Karte markieren, wo ich sie wahrscheinlich verloren habe. Nur da ist so nett. Dann schauen wir mal, wo hat sie denn die Dinger verloren? Da drüben. Das kriegen wir doch hin, oder? Warte mal, 14... Ja, gut, kommen wir. Wir werden mal pennen. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Und wir wachen wieder auf. Ein neuer Tag, ein neues Glück. So. Wir müssen ein bisschen nach rechts. Aber denn hier? Hier gibt es wahrscheinlich nur ein bisschen Holz und Metall und so Krams. Mach mal. Da lang. Go, go! Oh, schaut mal, da sind Palmen. Oh. Ist das nicht wunderschön? So, hier muss ja das Zeug irgendwo sein, ne? Wir tuckern genau drauf zu, zwischen zwei Inseln. No. Das könnte ja jetzt auch überall sein, ne? Hier plätschert es ein bisschen rum. Dann schauen wir mal hier. Ja, das kriegen wir doch irgendwie, das Zeug. Was habe ich? Ein Kelch. Okay, das war's wohl nicht. Und die Äffchen. Na, was haben wir denn hier? Eine Ansammlung von Koffern, die an den Strand gespült wurden. Einige sind aufgesprungen. Der Inhalt ist im Meer verschwunden. Suche nach Wertsachen. Was haben wir denn da? Eine Fotoausrüstung. Das ist ja praktisch. Zack. Da ist sie drin. Jawohl.
Ja, dann will die Frau das wieder haben jetzt, oder? Roter Schnapper. Schnipp, schnapp. Schnippel die Schnapp. Wo war das jetzt? Hab ich das vergessen? Da hinten, oder? Da ist auch noch irgendwas. Let's go! Joi. Liebe Fotografin, ich habe Ihre Sachen gefunden. Tuk, 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 tuk. Und da müssen wir nochmal unbedingt zurück reparieren, ne? Ich glaube, das ist alles kaputt bei uns. So. Junge Frau, wo bin ich wieder? So. Du hast die Objektive. Oh, ich hoffe, sie wurden durch das Salzwasser nicht beschädigt. Sie nimmt dir den Koffer ab und untersucht jedes Objektiv vollständig und sorgfältig. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Jedenfalls nichts, was mit einer gründlichen Reinigung nicht behoben werden kann. Oh, Kamera. Nimm dir einen Moment Zeit, um dich zu sammeln. Wie versprochen bekommst du meine Ersatzkamera. Das Objektiv ist nichts Besonderes, aber man kann damit trotzdem ordentliche Bilder machen. Wenn du ein paar Tipps brauchst, wo man gute Wildtiere sichten kann, dann sag einfach Bescheid. Erzähl mir was über große Fische. Weißt du da was? Sieht so aus, als würdest du dich auf diesem Gebiet besser auskennen als ich. In der Gegend gibt es einige wenige Arten von Haien, besonders bekannt der riesige Walhai. Sie bevorzugen die wärmeren Gewässer rund um das Sternenbecken. Sie sind harmlos, das weiß ich sicher, aber verhalte dich in ihrer Gegenwart dennoch vorsichtig, damit du sie nicht mit der Bootsschraube verletzt. Okay, ja, Reptilien, bla bla, hin und her und blub blub blub. So, 12.05 Uhr. Wir müssen nochmal zurück ein bisschen reparieren. Machen wir am besten gleich da hinten, ne? Damit wir immer schöne Motorleistung haben, Leute. This is very wichtig. So, die Frau will ja den Aal haben da irgendwo, ne? So ein Meeresaal. Da könnte man doch mal versuchen, in der Nacht irgendwie loszufahren. Ui, nicht dadurch. Vorgesehen. So, einmal ran, bitte. Dann nimm mal meinen Fisch. Schnappen kommen nicht in allen Wassertiefen vor. Bevor du einen Korb platzierst, informiere dich also besser über die... Naja, das wissen wir doch. Du nimmst mal das. Das Lager. Warte mal. Dann werden wir mal kurz reparieren. Reparieren, habe ich gesagt. Zack. So, alles erledigt. Dann kurz ins Lager. Dann werden wir nämlich hier mal wieder ein bisschen... was aussortieren. Wir haben schon so viele Schätze gefunden. Schätzelein. Einbaudauer. Achso, okay. So, gibt's denn hier eigentlich noch was? Halt. Ja, ja. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hydraulische Angelrute. Ach, die braucht gleich 4, ne? Dank der mechanisch unterstützten Rollen lassen sich auch deutlich größere Fische fangen. Ist okay. Dann haben wir ja das Ding, haben wir schon. Dann bräuchte ich mehr Platz. Den haben wir schon. Okay, das ist alles gut. Veredelt auch 450 willst du dafür haben. Und dafür 315. Bist du des Wahnsinns? So, wir schauen noch mal eben hier oben rein. Die braucht ja ein paar... fange seltene Fische. Zeige das Familienwappen dem Eremiten, das ist klar. Fange eine Tigermakrele, das war auch klar. Lange seltene Fischer. Ja, wollen wir das mal machen? Dann werde ich noch mal kurz speichern. Und dann werden wir gleich mal losfahren da hinten rum irgendwie, dass wir da seltene Viecher finden. Einen kleinen Moment. Ja, denn ich weiß nämlich gar nicht, inwiefern wir hier... So, warte mal, das reicht. Halt, aufwachen. Was passiert, wenn man hier kaputt geht, ne? So, jetzt müssen wir hier ein bisschen um die Klippen rumdonnern. Was haben wir denn hier Schönes? Das war ja nichts Seltenes, ne? Oh. Das war nix. Schwarzer Sägebarsch. Hier, so selten sind die auch nicht. So,
Also wir äugeln mal so ein bisschen hier in den Klippen rum. Das ist irgendein Klumpzeug. Noch mehr Klumpzeug. Das sind auch keine Aale. Alle. Ja, ich weiß, hier gibt es Aale, oder? Nee, das sind Holzbretter. Ich will jetzt nicht, dass dieses Riesenviech wiederkommt, ne? Dieses miese, kleine Biest. Und auch keine Aale. Wo hatten wir denn letztens? Wir hatten doch irgendwo mal welche gesehen. Das sind auch hier, oder? Das sieht nicht schlecht aus. Oh, Entschuldigung. Meeraal. Oh, ist aber ein Riesenviech, du. Alter Schwede. Ist schon erschöpft, siehst du? Siehst du mal. Oh, das ist ja hier ein Gewässer. Uiuiuiuiuiui. Ich hoffe, die Frau mag das. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wo sind wir denn? Oh, hier einmal rundherum. Einmal rundherum, bitte. Hier gibt es noch mehr Aale. Oh, was haben wir denn hier? Ein Wrack. Legen wir hier noch irgendwas rein? Ja, wir testen mal. Nachts sind alle Katzen grau. Sehr gut. Und schon wird wieder Tag. So, Feuer frei. Schauen wir mal, ob wir das der Frau jetzt hier das Richtige bringen. Junge Frau, ich hätte da was für Sie. Einen Meeraal. Ganz vermehrt. So, bitteschön. Junge Frau? Da. Was willst du? Ich habe hier einen Meeraal. Lass mich mal sehen. Hm, das ist zwar ein Meeraal, aber er ist noch nicht reif genug. Wenn ich ihn jetzt mitnehme, würde der Hund ihn sich schnappen, bevor er soweit ist. Bitte komm zurück, wenn er noch ein wenig gereift ist. Was willst denn du? Hier ist ein Walfänger. Hm, was willst du? Was kannst du mir über Unfall erzählen? Unfall war eine Walfängerstadt. Aber das ist lange her. Wir fuhren raus, erlegten eines der Tiere und dann machte sich der Rest der Stadt ans Werk. Doch vor etwa 20 Jahren begannen die Wale sich rar zu machen. Und sie uns jetzt an. Es reicht gerade mal so für eine neue Kerze. Okay. Gibt's hier Schiffswracks? Das eigentliche Wrack ist in der Siedlung bei den Sturmklippen. Mein Bruder hat uns im Stich gelassen und ist auf diese verdammten Klippen gezogen. Ich nehme an, dass er seine Entscheidung nun bereut. Okay, naja, das Brüderchen, das ist ja, ne? Ja, soll ich jetzt noch warten mit den Fischen im Bauch, oder was? Mensch, das ist doch... Was heißt denn hier reif? Und die, das sind hier zu frisch, oder was? Okay. Dann fahren wir noch ein bisschen rum, bis die Viecher vergammelt sind, oder was? So, wir quatschen doch mal mit Opa. Eremit. Hallo. Was kann ich denn für dich tun? Weißt du, wie ich die Trümmer hier wegschaffen könnte? Ah, das ist... Hm. Du wirst wahrscheinlich Sprengladungen für diese Felsen brauchen. Mein Bruder in Unfall hat früher welche hergestellt. Für den Walfang, verstehst du? Ein dreckiges Geschäft. Aber nun sind die Wale alle fort. Ist er wohl nicht mehr im Geschäft? Hey. Was passierte denn in diesen Klippen? Sie werden von innen heraus verzerrt von diesem hasserfüllten, von dieser hasserfüllten Schlange. Hast du sie gesehen? Niemand wollte mir glauben, bis das Biest anfing, uns die Erde unter den Füßen wegzufressen und sich unter den Häusern spalten. Achso, es war ein Albtraum. Man wachte nachts von den Geräuschen dieser Kreatur auf, die unter einem rumorte. Irgendwann war sie dann fort, aber nicht, bevor sie uns alles genommen hatte. Was willst du noch wissen? Nö, also... Der Bruder hat also die Sprengladung. Bruder... Rudi. Da müssen wir noch mal mit ihm reden. Komm ich hier ran? Was ist denn das hier eigentlich Schönes? Nüscht. Hm.
Rudi. Hm? Du hast doch sicher was für uns. Was willst du? Ich habe gehört, dass du früher Sprengfallen hergestellt hast. Ei, das habe ich. Manchmal mussten die Kadaver aufgebrochen werden. War nicht besonders effizient oder angenehm, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, wieder einzusteigen. Vielleicht lässt sich etwas auftreiben, was stark genug ist, um diese Trümmer zwischen den Klippen zu beseitigen. Ich weiß nicht so recht. Mir fehlt es dieser Tage an Elan. Also ich hätte ja für solche Sprengladungen, ich könnte die gebrauchen. In Ordnung, ich werde darüber nachdenken, aber ich kann nichts versprechen. Noch etwas? Nö. Also müssen wir noch ein bisschen warten. So, die Frau. Hm, nicht reif genug. Okay. Ach, Leute. Dann warten wir noch ein bisschen, bis sie reif genug sind. So, versuchen wir es nochmal. Bitteschön. Achso, so rum. Tja, Freunde. Hm? Na, jetzt komm doch her. Wieso noch nicht reif genug? Verdorben. Ja, wie? Hä? Mehr als verdorben? Testen wir das nochmal. Junge Frau. Er ist noch nicht reif genug. Willst du mich veräppeln? Das wissen wir alles. Ah, weißt du. Nicht reif genug. Schlafbarsch. Mhm. Lecker, lecker. Weißt du, dann verkaufen wir hier einfach irgendwas bei der Frau hier drüben. Ich weiß aber nicht, ob die mir den verdorbenen Fisch überhaupt abnimmt. Ja, ja, komm. Nimm mal den hier. Verkaufen. Mach mal weg. Den auch. Versteckt sich während des Tages gern in Schiffswracks oder Felsnischen. Alles gut? Ja. Leute, was ist mit dem Lager? Wo ist denn jetzt hier mein Lager? Da. Kann ich das hier nochmal rein? Warum? Ja, dann haben wir immer noch den Fisch. Sehr komisch. Hm. Junge Frau, was mache ich mit dir? Hm? Wir pennen mal bis morgen früh. Vielleicht hat sie sich's ja dann anders überlegt. Die gute Frau. So. Neuer Tag, neues Glück. Feuer frei. So, ist er jetzt vergammelt genug? Perfekt, der ist wunderbar. Ich kann dir zum Dank eine kleine Summe bezahlen. Hm, gute Fahrt. 150, sehr schön, das gefällt mir. So, da haben wir den Quatsch erledigt mit der Frau. Dann haben wir, ich habe ja im Netz noch einen Haufen. Ein Schlafbarsch. So, hat er schon was für uns hier? Was willst du? So, das kennen wir noch von vorhin. Gut, dann verkaufen wir kurz unser Zeug. Ding, ding. Dann fahren wir endlich mal irgendwo anders hin. So, Frau Fischmarkt. Nimm das alles mit. Sehr schön. Ab, zack. So, wo können wir denn jetzt hin? Die Fischersfrau ist ja glücklich und wir brauchen jetzt so eine Tigermoräne, glaube ich, ne? Warte mal, lass mich mal eben schauen. Fange eine Tigermakrele. Wir hatten doch schon mal eine so eine gefangen, ne? Küstennähe, Küstennähe. Liebe kleine Tigermakrele. Das ist alles gut und schön. Okay.
Exotisch. Hm. Ach so, ist da. Ach so, okay. Schlangenmakrele? Da muss doch die Tigermakrele auch hier irgendwo drin stehen, oder? Frackbarsch. Sägebarsch. Da. Sturmklippen. Angel- und Schleppnetz. Die Sturmklippen. Ist das eine Region hier? Sturmklippen, ja. Ja, dann eiern wir einfach hier mal ewig rum. Wir hier sowas finden. Warte mal, ich will mal kurz das Lämpchen ausschalten wieder. Und wir haben eine Kamera bekommen. Oh. Zoomen, Fotoschießen, F. Ach, wie süß. Overlay umschalten. Achso. Also da kannst du quasi hier, ach, so freie Kameramäßig, ne? Mich ja runter? Nee. Ist ja auch schön, ne? Ach, ist das toll. Gut, Turbo wieder rein. Und wir müssen jetzt eine Tigermakrele finden. Was haben wir denn hier für ein Getier? Hey, das war falsch. Wir haben hier eine Tigermakrele. Ja. So, pass auf, was machen wir jetzt? Natürlich. Einmal Kehrtwende. Da müssen wir zu diesem Mann da hinten, glaube ich, ne? Das ist richtig. Feuer frei. Bevor wir das wieder vergessen. Jo, 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 jo. Verrückter alter Inselmann. Mal schauen, was er dann als nächstes will. War das hier richtig? Ja, ne? Ich muss mal näher ranzoomen. War doch hier irgendwo. Dahin. Die kleine Tucke ist schon wieder richtig schnell hier, oder? Das kleine Tucker-Ding hier. Hui. Onkel. Hm, immer noch leer. Sie zeigt auf ein Bild auf einer zweiten Schriftrolle. Diese sieht aus wie eine Tigermakrele. Hm, wieder reißt sie dem Fisch brutal das Herz heraus. Er wird ebenso schnell verschlungen wie der erste. Beinahe gestellt. Sie zeigt auf das Bild eines Fisches auf einer dritten Schriftrolle. Schlangenmakrele. Ach, diesmal eine Schlangenmakrele. So, warte mal, lass uns noch mal eben ganz kurz gucken. Schlangenmakrele, Meeraal. Du kleine Schlangenmakrele, wo bist du? Halt. Da. Teufelsgrat. Wo ist denn hier das Teufelsgrat? Da waren wir doch auch schon, oder? Boah, das mit dem Zoom ist wirklich klasse. Da oben. Ach, das war da wohl der Tempel. Also einfach geradeaus, ne? Bleibe hier, Junge. Halt die Ohren steif. Oder wollen wir auch mal wieder nach Hause fahren, hm? Holper mal nach. Ja, warte mal, wir bringen mal das Familienwappen zurück. Yippie-puppi. Da freut der Mann sich doch. Da hat man doch ein Lager, ne? Ja, 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 ja. Danke für den Fisch, mein Freund. Hui. Ding, ding. Lager? Hallo? Ja. So, da haben wir's. Zack, rein damit. Was willst du? Die Worte, die du mir vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch bringt die Macht der Tiefe, birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Die Eile. Die Eile-Formel ist grausam und wirkt instantan. Sie verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Ich will das. Sei jedoch gewahrt, deine Motoren werden dabei extremen Belastungen ausgesetzt. Du, ich hab doch irgendwie... Weißt du, wem diese Relikte gehören? Aber dieses Familienwappen, das war doch für wen war denn das nochmal?
Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie Bedauern in seinen Augen. Einem alten Freund, noch etwas. Nee, was, das Familienwappen? Oder war das der Typ in klein Gedöns? Ein prächtiges Familienwappen, geschnitzt aus den Kieferknochen eines Wals. Das muss für jemanden wichtig sein. Okay, ist das... Warte mal. Fange eine Schlangenmakrele, zeige das Familienwappen dem Eremiten. Ah, ja, ist klar. Ist doch klar. Komm, wir pennen mal kurz. Oder warte, wir pennen drüben. So, dann fahren wir mal wieder in die gute alte Heimatstadt. Juhu! Gibt's hier noch Fischchen für uns? So, die Dinger sind ja auch schon voll. Das Familienwappen. Warte mal auf, wir werden jetzt erstmal kurz hier pennen. Dann fahren wir nochmal runter zum Eremiten, zeigen ihm das Wappen. Und dann gibt er uns hoffentlich ein bisschen Sprengstoff. So, Punkte hatten wir ja nur. Ein Forschungspunkt, das ist zu wenig, Freunde. Das ist zu wenig. Die Motoren sind klar soweit. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Warte mal. Jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen. Wir haben den hier, der macht 14,7 Knoten. Der macht 18,9. Warte mal, lass mal den Fisch hier verkaufen kurz. So, was haben wir denn hier? Alles frisch, ne? Sehr gut, sehr gut. So, Schiffsbauerin. Wir wollten hier nochmal schauen. Seltsamer Motor, 14,7. Und du machst 15,8. Na gut, das ist jetzt nicht der signifikante Unterschied hier. Nee, da müssen wir noch warten. Genau, die Lämpchen haben wir sowieso. 1800 Lumen. 1800, ja, wir haben schon die beste soweit. Genau. So, wir gucken mal ins Forschungsmenü. Wir haben einen Punkt. Hitzeresistente Leine, okay. Anti-Wirrleine. Ja? Da würde ich aber lieber... So, die müssen wir ja trotzdem alle erforschen hier. Ja, genau, genau. Oh, was ist denn das hier? Das ist cool. Und das hier ist ein Strahlantrieb. Oh, Wahnsinn. Sehr cool. Hier, die Körbe sind mir jetzt ehrlich gesagt mal nicht so wichtig. Netze. Lebensdauer 2 Tage. 10 pro Tag, 12 pro Tag. Mangrovenflachwasser, Küstennähe. Okay. Nehmen wir mal das so. So. Gehen wir mal kurz hier hin. Die Frau hat doch 315. Das braucht genauso 4 Felder und das hier 10 pro Tag Fassungsvermögen. 12 pro Tag. Aber wir haben doch da nie so viel drin, oder? Mangrovenflachwasser und Küstennähe. Ah, okay. Pass mal auf, dann pauen wir das mal aus und hauen das hier ein. Zack. Ja, cool, oder? Da haben wir schon mal ein bisschen Power. Dann. Ich würde auch gern die hier verkaufen. Aus damit. Dann haben wir nämlich ein bisschen Platz. So, repariert ist alles. Jawohl. Dann werden wir noch ganz kurz die... Ah ne, warte mal. Wir machen... Ach, da ist es schon. Wir werden noch mal ganz kurz ein bisschen Platz machen, weil wir eben noch die Krabbenkörbe holen. Ja. Das machen wir auf jeden Fall noch. So, raus damit. So, komm mal her. Alles nehmen. Alles nehmen. Oh, oh. Das passt wohl nicht mehr hier rein, Leute. Mal gleich nochmal wiederkommen. Haben wir schon ein bisschen mehr Platz und trotzdem, ne? Nicht so schlimm. Unser Fischhändler ist ja rund um die Uhr da. Zack.
nehme mal alles mit. Kurz reparieren hier alles. So, wieder raus. Ich finde das gute Stellen hier irgendwie. Und den Quatsch auch noch mit. Wunderbar. Und schon haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. Einfach so. Sehr, sehr cool. So, reparieren. Zack. Dann schmeißen wir die wieder raus. Sehr cool. Oh, Entschuldigung. Hab ich jetzt was kaputt gemacht? Es tut mir leid. Freunde, morgen schnappen wir uns das Familienwappen, Fischhappen wollte ich schon sagen, und bringen das zum Eremiten. Und dann gucken wir mal, ob der uns endlich Sprengstoff dafür gibt. Bis morgen. Abo und Like nicht vergessen. Danke, danke, danke. Tschüss.